So, hier ist ein Blick auf die Armitek Wizard C1 Pro, eine praktische, robuste kleine Winkellampe. Wir haben hier zwei Versionen, einerseits die Leuchtfarbe kaltweiss und auch warmweiss. Die Lumenzahl tut sich ein bisschen unterscheiden, 1000 Lumen kaltweiss und 930 Lumen bei der warmweissen Version. Das ist die maximale Leistung, die sie hat. Tut natürlich dann automatisch auch abregulieren, sobald eine gewisse Temperatur erreicht ist bei der Lampe. Sobald man sie in höheren Stufen verwendet, wird sie warm und tut dann automatisch ein bisschen retourschalten mit der Helligkeit. Die genauen Laufzeiten, die könnt ihr nachschauen. Sie werden so in der Anleitung vermerkt oder auch hier auf der Verpackung. So sieht das nachher aus. Kaltweiss links, rechts warmweiss. Und dann sieht man dann jeweils die Laufzeiten von diesem Modell. Und jetzt schauen wir das schnell kurz an, wie die Lampe ungefähr so aussieht und leuchtet. Wir haben unten noch am Lampenende einen Magnet. Das heisst, wir können sie an diversen Oberflächen befestigen. Und natürlich das auch sehr praktisch als Arbeitslampe einsetzen. Was wir auch machen können, ist natürlich eine Stirnbank verwenden. In diesem Umfang ist jeweils hier noch eine Stirnbank inklusive, plus auch ein Gürtelclip und eben der magnetische Unge am Lampenende so bereits angebracht. Das sind also die Möglichkeiten. Was wir auch noch hätten, wäre separat erhältlich eine Bikehalterung oder so eine Helm-Montagehalterung. Jetzt müssen wir gleich schnell einschalten. Es gibt jeweils zwei verschiedene Benutzeroberflächen. Eine vereinfachte Bedienoberfläche und eine kleine erweiterte, könnte man sagen, wo man ein bisschen mehr Möglichkeiten hat zum Einstellen. Jetzt das Modell ist die Lampe oder das Modell in Warmweiss. Hier sieht man auch schon den Unterschied, wenn man beide miteinander vergleicht. Von der Leuchtfarbe. Ein Knopf, der die komplette Bedienung übernimmt. Wir sollten jetzt momentan hier im erweiterten Bedienmodus sein. Das heisst, wir haben jeweils die mittleren Stufen, die wir via Doppelklick können abrufen können. Das heisst, Main 1, Main 2 und Main 3. Die können wir via Doppelklick abrufen. Oder via Dreifachklick können wir in Turbo-Modi. Dann haben wir diverse Firefly-Modi oder man könnte auch sagen Moonlight-Modi und ein paar verschiedene Strobo-Funktionen. Also insgesamt kann man sagen, sehr, sehr viele Möglichkeiten hier, gerade was verschiedene Helligkeitsstufen anbelangt. Jetzt tun wir ganz schnell kurz auf den Strahl oder machen schnell kurz eine Aufnahme hier vom Leuchtkegel, damit wir das noch sehen, wie sie wirklich leuchtet, wenn es dunkel ist. Das einfach soweit mal zu der Lampe aussen durch. Noch wegen dem Akku. Wir haben einen 18350er Akku. Der ist so inklusive. Plus auch ein Ladekabel ist im Lieferumfang. Und eben auch die Stirnbank. Das ist alles so inklusive. Also im Prinzip eine komplette Lampe. Ist alles dabei, was man braucht. So zur Bedienung. Einzig natürlich, was nicht dabei ist, ist ein USB-Adapter. Da kann man einen ganz gewöhnlichen USB-Adapter nehmen mit einem USB-A-Stromausgang. Also wie man es etwa bei den Smartphones hat. Also, jetzt schauen wir schnell kurz mal den Strahl an. Du musst noch das Licht abstellen und dann schauen wir, wie die Lampe wirklich so leuchtet. Also, wir sind wieder retour. Und jetzt schauen wir schnell kurz den Strahl an, hier von der Armitek Wizard C1 Pro. Wir gehen schnell kurz in die tiefste Stufe und dann direkt in die höchste. Und hier starten wir mit 0,1 Lumen, den Firefly 1 Modus, der je nachdem sehr, sehr praktisch kann sein kann, gerade so eine tiefe Stufe, wirklich für sehr, sehr kurze Distanzen. Sehr wenig Licht, aber kann je nachdem eben gerade ideal sein. Und jetzt gehen wir direkt in die Turbine, in die volle Leistung mit ca. 930 Lumen. Genau. Turbo 1, Turbo 2. Also man sieht hier bereits sehr, sehr schön
Die Ausleuchtung hier, sehr breitflächige Abstrahlung. Sehr, sehr angenehmer Leuchtkegel. Gerade so für drinnen, denke ich mir das sehr, sehr praktisch. Oder natürlich auch generell für kurze Distanzen. Die Lampe tut jetzt irgendwann abregeln. Von der Zeitdauer her können wir das schnell nachschauen. Das wird, wir sehen jetzt hier oben, nach 5 Minuten sein. Genau, wir haben 5 Minuten Leistung mit 930 Lumen und dann geht die Lampe ab auf 465. Also insgesamt für mich persönlich eine super gute, praktische Lampe, sehr, sehr robust. Und gibt wirklich eine schöne Abstrahlung hier, sehr, sehr breitflächig. Sehr angenehm hier bei der Armitec Wizard C1 Pro. Und wir gehen schnell durch die einzelnen Stufen. Firefly Ace. Hier sieht man noch praktisch nichts. Firefly 2, 3. Die mittleren Stufen. Middle Ace, 2 und 3. Turbo Stufe, Turbo 1. Oder das war auch schon Turbo 2 gewesen, genau Turbo 1. Turbo 2 und noch ein bisschen stärker ist mit 930 Lumen. Jetzt auf der Kamera sieht man wahrscheinlich der Unterschied nicht so fest. Noch ein ist Turbo 2, die volle Leistung 930 Lumen. Sehr, sehr breiter Spot vorne. Definitiv eine Empfehlung von mir. Sehr praktische Lampe. Ideal für unterwegs. Oder natürlich als Arbeitslampe mit dem Magnet am Lampenende. So sieht es aus hier bei der Armitec Wizard C1 Pro. Und noch die Stabenfunktionen mit Vierfachklick. Und hier haben wir dann mehrere verschiedene Einstellmöglichkeiten. Weitere Angaben zu diesem Modell findet ihr auch im Onlineshop unter mellerautor.ch. Besten Dank soweit fürs Zuschauen und freue mich auf eure Nachricht oder natürlich auch auf eure Bestellung.